Heyo Leute, Crimex hier, was geht, euer Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP, Leute, und heute ist mal wieder was richtig krasses geplant, Leute, und zwar, wir werden uns hier heute mal unseren fetten SUV-Truck schnappen, Leute, mit 1500 PS, und zwar hat uns Russik gerade zu einem Rennen eingeladen, zu einem Track Race, weil, Leute, ihr habt es ja letztens gesehen, und zwar haben wir für Russik einen richtig krassen SUV getuned, Leute, und zwar so ein BMW X6M, und der ist auch richtig zufrieden mit dem Wagen, und jetzt hat er uns zu einem Track Race eingeladen, weil er jetzt irgendwie denkt, dass dein Wagen schneller ist als meiner, Leute. Das müssen wir auf jeden Fall mal rausfinden. Und deswegen würde ich sagen, wir treffen uns jetzt mal direkt mit Russik und fahren mal ein kleines Offroad-Schneerennen hier, Leute. Wenn ihr GTA 5 feiert, dann lasst natürlich immer ein Like und ein Abo. Da würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Und checkt gerne mal meine Adventskalender aus. Da sind nämlich auch nicht mehr viele auf Lager, nur solange der Vorrat reicht. Also wenn ihr jetzt noch einen haben wollt, dann sichert euch jetzt noch schnell einen, Leute. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ab zu Russik, let's go! Was geht ab, Leute? Ich bin jetzt hier gerade in einem GameStop und habe hier eine richtig kranke Info für euch am Start. Und zwar, ich als Gamer weiß natürlich selbst am besten, dass es einfach seit 2 Jahren geisteskrank schwer ist, an eine PlayStation 5 ranzukommen. Aber GameStop hat jetzt die richtige Lösung für euch am Start und deswegen jetzt gut aufgepasst, Leute. Und zwar könnt ihr ab sofort bis zum 22.12. bei einem GameStop bei euch in der Nähe euch eine PlayStation 5 mit dem God of War Bundle vorbestellen für 619 Euro, Leute. Und ihr bekommt garantiert eure PlayStation 5 mit dem God of War Bundle bis zum 31. Januar ausgeliefert. Also ich würde mal sagen, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Angebot, weil Leute, ganz ehrlich, kauft euch nicht über irgendwelche Drittanbieter eure PlayStation für den doppelten Preis. Geht einfach direkt zu GameStop, bestellt euch dort eure PlayStation 5 vor. Ihr müsst lediglich 100 Euro als Anzahlung mitnehmen. Ihr könnt auch im Internet abchecken, Leute, wo bei euch der nächste GameStop ist. Ruft dort am besten auch vorher an. Checkt ab, ob ihr dort noch eure PlayStation 5 vorbestellen könnt, weil alle Angebote sind natürlich begrenzt, Freunde. Wenn jetzt schon alle bestellt wurden, dann ruft auf jeden Fall besser davor mal an. Ansonsten geht einfach bei euch zu GameStop, Leute. Sobald die Konsole dann angekommen ist, werdet ihr dann telefonisch angerufen. Weil wenn ihr euch dieses Bundle dann bestellt, Leute, wird direkt eure Kontaktdaten mit aufgenommen und ihr werdet dann von einem GameStop-Mitarbeiter angerufen, sobald eure Konsole da ist. Wie gesagt, garantierte Lieferung bis zum 31. Januar. Auf jeden Fall sehr, sehr wildes Angebot, Leute. Checkt das Ganze aus. Link in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Leute, da vorne ist er schon in seinem wunderschönen roten BMW X6M, Alter. Let's go. Ey, Russik, was geht? Ja, was geht, Alter? Bist du bereit? Ich bin bereit. Bist du noch zufrieden mit deinem Auto oder was? Hä, Bro, natürlich. Ich werde dich jetzt abziehen. Wer kommt denn da hinten, Alter? Oha, gelber Lamborghini Aventador SVJ. Sind in der Fischmarschspuren. SpongeBob? Ja, ich bin SpongeBob. Digga, das warum hat er so einen Schnauzer? Seit wann hast du so einen Schnauzbart? Mann, ich bin erwachsen geworden. Diese Kinderserie ist vorbei. Digga, Russik, hat der uns gerade Schmalspur genannt, SpongeBob? Keine Ahnung, Bro. Was ist denn das denn hier für Schmalspur? Du bist ein X6. Was willst du denn jetzt, also, Alter? Warum ist der denn so abgehoben? Was ist das denn? Wie hässlich, Alter. Hey, ihr wollt ein kleines Rennen fahren, oder was? Ja, wir sind eh gerade hier für ein Rennen. Ey, wenn du so eine große Klappe hast, SpongeBob, kannst du direkt mal mitfahren, das Rennen. Lass doch mal meinen Schneestaub, ihr Kleinen. Alter, ey. Was geht denn jetzt ab? Okay. Lass den abziehen. Lass den abziehen. Okay, SpongeBob, pass auf. Wir fahren vor, drehen und fahren wieder zurück. Ja, wer zuerst wieder hier ist, hat gewonnen. Kein Problem. Oh, Leute, dem werden wir jetzt hier mal eine kleine Lektion erteilen, Alter. Ist mir egal, wer gewinnt. Hauptsache nicht SpongeBob. Okay, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, let's go. Oh, Leute, der geht gut. Oh mein Gott, der geht richtig gut hier. Oh, sehr gut, sehr gut. Wir geben Gas, Leute. Wir sind richtig schnell. 300 km/h. Oh, wow, 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 wow. Ja. Alter, ey, der dreht ja völlig durch. Ah, der ist so dumm, Leute. Der fährt einfach viel zu schnell in die Kurve rein und fliegt dann raus. So, wir geben hier nochmal Vollgas, Leute. Vollgas. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, let's go. Nice, wir sind wieder im Ziel. So, wo ist Russik? Alter, Russik ist ja da hinten. Wow, Russik. Habt ihr gesehen, wie der geschlittert ist? Alter, aber Hauptsache SpongeBob hat nicht gewonnen. So, ey, Großmaul SpongeBob, ja? Alter, was war das denn? Wen nennst du denn hier Schmalspur, Junge? Ja, Mann, du hast recht. Warte, ich gebe dir eine Überraschung, weil du gewonnen hast, okay? Ja, okay, was Dreh dich mal kurz um, ich zeig dir was. Ich muss hier rausholen. Hä, was macht der denn jetzt? Er hat gesagt, er hat mir eine Überraschung für mich. Warte, ich muss auch noch hier eine raus aus meinem Auto. Sorry, ich hab das Auto vertauscht. Wie jetzt? Hey, warte mal, hat der gerade Bomben hier in unser Auto dran gemacht? Hey, was SpongeBob! Warte mal, Mann, ihr könnt meinen Staub fressen, hörst ihr Schmalspur! Achtung, Russik, weg hier! Oh! Legt euch niemand mit SpongeBob Schwankopf an, Mann! Ey, dieser kleine Dreckige! Mein Auto! Ey, Mann, Russik hat doch gerade erst letztes Mal das Auto von uns bekommen. Und mein Auto wurde auch zerstört. Das hat mir Stani getunt. Ey, Mann. Ey, ganz ehrlich, Russik, was ist das denn für einer?
Ey, wir müssen seinen Schnauzer abreißen. Was war das denn? Aber denkst du, das war überhaupt SpongeBob? Seit wann hat SpongeBob denn so einen Schnauzer? Ja, keine aber, Ahnung, mal, ganz du hast, gesehen, wie der aussah, als ob ja. es doppelten SpongeBob gibt. Du Alter, weißt, was ey, toll, jetzt dürfen wir erstmal nach Hause laufen. Perfekt, Leute. Ey, Russik, weißt du was, ich geh mal nach Hause, ja, das war's für ey, heute. Ey, Mann, ich rufe die Feuerwehr. Ciao. Ey, Leute, wir müssen jetzt nach Hause laufen, aber ganz ehrlich, das wird Rache geben bei SpongeBob. Was denkt der, wer er ist? Macht mein Auto kaputt, macht Russiks Auto kaputt. Leute, ich werde rausfinden, wo der wohnt und dann werden wir uns an dem rächen, Leute. Lasst dafür jetzt mal ein Like und ein Abo da. Let's go, ab nach Hause. Oh, Leute, ey, mein Bein tut schon hier ganz weh von der ganzen Strecke im Schnee laufen hier. Ey, Leute, das wird Rache geben bei SpongeBob. Das Problem ist nur, oh, ey, Leute, wir können kaum noch laufen. Das Problem ist nur, wir müssen erstmal rausfinden, wo der überhaupt wohnt. Aber da habe ich schon eine Idee, Leute, und zwar... Ihr kennt doch alle unseren besten Freund Turan, der kriegt doch immer alles mit, was in der Stadt abgeht. Den werden wir jetzt erstmal anrufen. So, Leute, ich hoffe, der geht jetzt hier mal direkt ran. Komm schon. Oh, Turan, hey. Hallo. Ey, Turan, ich brauche mal deine Hilfe. Ich wurde voll abgezogen von jemandem. Hä? Wer hat dich abgezogen? Ja, ey, der hat einfach Russik und mein Auto in die Luft gejagt, hat mich als Schmalspur beleidigt und so. Hä, das lässt du mit dir machen? Ja, der ist einfach abgehauen. Ich wusste ja nicht, dass der das macht. Und zwar, ich wollte dich mal fragen, kennst du den vielleicht? Und zwar, dass du dieser SpongeBob, Alter, der wohnt wohl hier irgendwo. SpongeBob? Ja, weißt du, wo der wohnt? Ah, warte, lass mich das kurz herausfinden. Okay, ich guck mal kurz mein Handy, ich seh dich kurz, Nick. Ah, okay. Der ist außerhalb vom Meer. Der hat ein Haus auf dem Meer. Ein Haus auf dem Meer? Mann, du weißt doch, wo das Pier ist da. Ja, da ist auch so ein großes Partyschiff dahinter. Kannst du mir die Koordinaten schicken? Ja, kann ich machen. Okay, danke dir, Turan. Tschüss. Tschüss. Boah, Leute, Turan, der weiß auch wirklich immer, was in der Stadt abgeht. Der hat ja irgendwie seine Drohnen oder so und findet das raus. Okay, Leute, der hat eine Villa auf dem Meer. Okay, das passt ja irgendwie zu SpongeBob. Wisst ihr was, Leute? Wir werden jetzt erstmal gucken, ob wir da hingehen können und dem mal eine Lektion erteilen können. Let's go, Leute. Leute, Turan meinte ja irgendwie, die Villa von diesem SpongeBob ist hier hinter dem Partyboot im Meer. Wir sind jetzt hier schon am Strand angekommen, aber wo soll das denn sein, Freunde? Oh, nein. Oh nein, jetzt haben wir unseren Lambo auch noch geschrottet. Ach, egal, Leute, was soll's. Wir müssen uns jetzt hier rächen, das ist wichtiger. Wir schnappen uns mal einen Jetski und fahren jetzt mal einfach in Richtung von dem Partyboot, Mann. Wie krass teuer muss denn diese Villa gewesen sein, wenn er die mitten im Ozean einfach bauen lässt? Schauen wir mal, ob wir die finden. Okay, wir fahren mal hier raus. Der wohnt wohl nicht mehr in der Ananas im ganz tiefen Meer, sondern in der Villa über dem Meer. Okay, wir fahren jetzt hier hinter dem Partyschiff raus. Seht ihr hier schon irgendwas? Also ich sehe hier nichts, Leute. Warte mal, da hinten, da kommt was. Ich sehe da hinten langsam irgendwas. Alter, das ist ja echt übelst weit im Meer draußen. Okay, Leute, langsam sehen wir hier schon mal was. Ich glaube, wir sollten uns besser mal irgendwie ein Scharfschützengewehr nehmen und mal gucken, ob wir da was sehen auf der Insel. Okay, Leute, nehmen wir jetzt hier mal das Scharfschützengewehr raus. Boah, das ist ja echt eine übel schöne moderne Villa, die der hier hat. Okay, lass mal gucken, ob wir hier was Komisches, Verdächtiges sehen. Alter, da steht ein gelber McLaren Senna getuned. Boah, hier ist gerade jemand runtergesprungen. Wer war das denn? Dann steht da oben noch ein gelber Lamborghini Urus getuned. Der hat ja übelst krasse Autos. Und da läuft jemand. Ich glaube, das ist dem sein Sicherheitsmann. Der hat da Security, Freunde. Okay, und SpongeBob sehe ich jetzt hier gerade nicht. Ja, ich muss richtig vorsichtig vorgehen. Ja, nicht, dass der da noch mehr Sicherheitsleute hat. So, wisst ihr was? Wir fahren nochmal um die Insel rum. Wir gucken nochmal aus der anderen Richtung. Das Problem ist nur, Leute, wie können wir die Fahrzeuge da klauen, wenn wir auf dem Meer sind, Leute? So eine schwierige Mission hatten wir noch nie gehabt. Wie können wir dem Typen eine Lektion erteilen und seine Autos klauen, wenn wir die ja nicht irgendwie übers Wasser fahren können? So, dann fahren wir mal hier hinten raus. Also ins Haus reinkommen wird kein Problem, aber mit den Autos abhauen wird schwierig. Ich meine, gut, wir könnten ein Fahrzeug mit einem Cargo-Bob klauen. Wobei, das ist eine gute Idee. Ein Fahrzeug klauen wir mit einem Cargo-Bob. Oh, da ist noch ein Sicherheitsmann. Habt ihr den gesehen? Da ist noch einer Security hier. Okay. Und hier, da sehe ich auch noch was Gelbes. Das könnte hier der Lambo sein, der da steht. Okay, wir könnten einen mit einem Helikopter klauen, einen mit einem Boot. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir es machen, Freunde. Okay, aber auf jeden Fall, jetzt hier nur mit unserem Jetski können wir nichts klauen. Da müssen wir uns besser dafür vorbereiten. Wisst ihr was, Leute? Ich werde mir jetzt aus der Militärbasis einen Cargo-Bob-Helikopter klauen. Und dann werden wir versuchen, das erste Auto von SpongeBob zu klauen. Let's go. Ey, Leute mal, wartet. Wobei, hier steht auch gerade so eine übelst fette Superjacht. Vielleicht sollten wir erstmal die nehmen, um ein Auto zu klauen. Ich meine, hier passt doch bestimmt ein Auto drauf auf dieses Riesenteil. Dann machen wir das als nächstes mit dem Helikopter. So, mal gucken, ob hier irgendjemand drauf ist, dem wir die Yacht klauen müssen.
Okay, also wenn ich hier jetzt jemanden die Yacht klaue, dann ist es nichts Persönliches. Das ist eher ein persönliches Problem, das ich mit SpongeBob hier habe. Hallo, ist hier jemand? Hier scheint auch niemand drauf zu sein. Dann sollte das ja kein Problem sein. Wo ist denn hier die Steuerzentrale? Wo schnell in die Yacht hier durch. Schnell, Leute. Wo ist denn hier die Steuerkommando? Wo kann man das hier machen? Nein, hier ist das Bett, hier ist der Schlafplatz. Oh, ja, Leute, perfekt. Jetzt sind wir hier in der Steuerzentrale. Und Gas geben. Alter, wir haben hier so eine riesenfette Superjacht geklaut. Aber hier ist auch irgendwie gerade kein Besitzer in der Nähe gewesen. Okay, damit fahren wir jetzt mal in Richtung von SpongeBobs Villa, Leute. Mal sehen, wie der da reagiert, wenn hier so eine 50-Meter-Yacht ankommt. Oh, Leute. Okay, wir sind jetzt hier in der Nähe von dem Haus von SpongeBob. Das Ding ist nur, ich habe mir überlegt, wir dürfen ja nicht zu nah jetzt ranfahren hier mit der Yacht. Ja, sonst fallen wir auf. Wir parken einfach die Yacht jetzt mal hier, sodass der denkt, das ist irgendwie einfach jemand, der hier mit seiner Yacht chillt. So, okay, dann aussteigen. Okay, Leute, das ist jetzt der richtige Moment. Das ist ja, obwohl, Leute, ganz ehrlich, warum sollen wir hier auf Undercover machen? Wir gehen jetzt hier direkt auf Attacke. Ja, wir parken direkt näher. Ist mir jetzt egal, was der denkt. Oh, Leute, ja, wir sind jetzt richtig schön nah dran. Da läuft der Security. Da hinten läuft der Security. Wir müssen uns jetzt hier ganz ruhig verhalten. Das ist eigentlich schon perfekt. Wir könnten den McLaren hier schon mal klauen. Ja, wisst ihr was? Wir steigen jetzt hier mal aus. Wir werden jetzt hier mal aussteigen. Vielleicht ist das jetzt auch ein guter Zeitpunkt, um den Security schon mal irgendwie auszuschalten. Wisst ihr was? Den werde ich den ersten. Der hat ja sowieso mehr gehabt. Und 3, 2, 1 und weg mit dir, Junge. Okay, sehr gut. Den ersten haben wir ausgeschalten. Wir haben auch Schalldämpfer verwendet. Ich glaube, niemand hat uns hier bemerkt. Und so, erstmal schön hier reintauchen. Okay, und auf die Insel, Leute. Oh, schnell hochtauchen. Oh, Leute. So, ich hoffe, das fällt niemandem auf. So, hier hoch. Okay, jetzt gucken. Nicht, dass hier irgendwie noch SpongeBob gleich kommt. Okay, Alter, der hat echt eine riesen fette Villa hier. Das ist ja bestimmt im Sommer übelst nice. Der ist ja gerade auf Toilette, Leute. Oh mein Gott, der sitzt einfach gerade auf dem Klo, der Bummi. Der kriegt ja gar nichts mit. Okay, sehr gut. Wisst ihr was? Das wird jetzt hier der erste Moment sein. Weil eigentlich sollten wir das dem direkt noch schön wissen lassen. Oh Leute, da kommt noch ein Security. Wir müssen aufpassen. Okay, wo kommt der jetzt? Leute? Oh, nicht, dass wir jetzt hier erwischt werden. Und so, weg mit dir. Und jetzt werde ich hier die Scheibe kaputt schießen. Ey, Mann, was ist hier los? So habe ich dich ertappt auf der Toilette, Junge. Ey, du kannst Glück haben, dass ich meine Waffen nicht dabei habe, du Schmalspur. Ja, du nennst mich Schmalspur. Das war das letzte Mal. Und bam, hier. Und ich bin ein Schwamm, das weißt du, oder? Wie, du bist ein Schwamm? Kannst du keine Schläge bekommen, oder was? Nein, Mann, ich zucke einfach nur zusammen. Wenn du mich ausnocken willst, musst du nicht schießen, Mann. Das bringt auch nichts. Wie kann ich dich denn ausnocken? Ey, Mann, wenn du dich verziehst, erzähl ich dir das. Ah, okay, dann komm mal jetzt hier schön mit erstmal. Ja, mit Gas natürlich, Mann, weil ich bin Schwamm. Ja, rauslaufen, hier, komm, mitlaufen, vor mich. Mann, ich war gerade dabei, mein Geschäft zu erledigen. Ja, das habe ich gemerkt, dass du gerade dein Geschäft erledigst. So, und weil du ein Schwamm bist, würde ich sagen, gehörst du jetzt weg ins Wasser. Mit dir! Runter, so. Was macht der hier, Leute? So, der geht jetzt erstmal baden. Und ich werde ihm jetzt erstmal sein erstes Auto klauen. Und die anderen werden wir uns natürlich auch gleich noch vornehmen. So, wir schnappen uns jetzt hier diesen McLaren Senna, der hier steht. Und den, Freunde, werden wir jetzt hier erstmal auf die Yacht draufladen. Okay, Leute, so. Oh mein Gott, warum parkt der den denn auch hier vorne bei den Steinen? Ey, will der einfach nur die Leute anflexen, dass die hier, wenn die hier vorbeifahren, dass die das sehen? Müssen wir gucken, dass wir irgendwie hier das Ding auf unsere Yacht laden können. So, und jetzt gleich einmal mit Vollspeed hier. Oh, warte mal, der hat zum Glück auch Nitro eingebaut. Damit könnten wir es rüber schaffen. Oh, Leute, und Nitro. Oh. Alter, perfekt, Leute. Alter, nice, wir klauen jetzt einfach hier mit dieser Yacht den McLaren von SpongeBob, den Bummi. So, das hat der davon, dass er uns Schmalspur nennt. Mal gucken, ob der sich das nochmal traut, Leute. So, und jetzt einfach nur noch hier einsteigen, wegfahren. Der ist ja irgendwo ins Wasser gesprungen. Keine Ahnung, wo der ist. Der kann jetzt erstmal baden gehen und wir klauen seinen richtig teuren McLaren Senna. Aber natürlich werden wir ihm alle Autos wegnehmen. Das reicht nicht, dem Typen ein Auto wegzunehmen, Leute. Oh, okay. Und losfahren. Security hat uns jetzt auch keiner mehr bemerkt. Ich glaube, wir haben es geschafft, Leute. Let's go. Oh, sehr gut, Leute. Wir haben es hier an Land geschafft. Jetzt einfach nur noch hier schnell mit dem McLaren hier runterfahren. Oh, Nitro Boost. Let's go. Oh, wir haben es an Land geschafft. Du. Oh, hä, wo ist der? Dafür bist du büßt. Ich bin auf deiner Yacht. Ach, da oben ist er. Hä, was weißt willst du was? Denn, Junge? Das gibt jetzt Krieg, Mann, du kleine, dreckige ja, Schmalspur. Ja, wir haben schon Krieg. Du bist eine Schmalspur.
Oh, er hat das Boot in die Luft gejagt. Das war sowieso nicht meine Yacht, du Schmalspur. Aber ich hab deinen McLaren. Tschüss. Oh, Leute, der dachte einfach, er kann es mir heimzahlen, indem er die Yacht zerstört. Aber das war sowieso nicht mein Boot. Ist mir egal. Boah, das ist sogar ein RGB-McLaren, den wir hier von SpongeBob geklaut haben. Aber ganz ehrlich, Leute, das hat der auch verdient. Okay, ein Auto haben wir schon mal geklaut. Das reicht aber noch nicht bei dem Typen. Ganz ehrlich, der hat es immer noch nicht gelernt. Und deswegen, meine Freunde, werden wir direkt weitermachen. Und Leute, ihr habt es ja vorhin schon gehört, wir werden uns jetzt einen Cargo-Bob holen und werden jetzt mit einem Helikopter das zweite Auto klauen. Let's go, Freunde. Boah, Leute, das Problem ist nur, wir müssen jetzt hier oben an einen Cargo-Bob ranzukommen, in die Militärbasis reinkommen. Aber irgendwie, ich glaube, die haben hier schon Weihnachtsferien. Hier ist relativ leer gerade. Und ich habe mir auch schon was überlegt. Schaut mal da unten, da steht ein Fahrzeug. Das sieht irgendwie so aus wie hier, keine Ahnung, irgendwie von der Militärpolizei oder sowas. So, wir klauen uns mal schnell das Fahrzeug. Hier ist ja gerade niemand, der aufpasst. Weil wenn wir damit reinfahren, dann wird da bestimmt auch kein Alarm oder sowas angehen, weil die denken, dass ich da dazugehöre. Solange die nicht irgendwie genauer ins Auto reinschauen, passiert uns, glaube ich, damit nichts, Leute. So, zack, jetzt einmal hier nach hinten. Oh, so, sehr gut. Okay, wir fahren da jetzt mal durch. Mal schauen, ob da jetzt der Alarm angeht. Oh, nice, Leute. Nichts passiert. Die denken einfach, wir sind hier irgendwie so ein Mitarbeiter oder so. Oh, einfach schnell reinfahren, hinten zu den Helikopterlandeplätzen. Okay, okay, da sind Flugzeuge und da steht auch ein Helikopter, da ist ein Cargo-Bob. Perfekt, Leute, perfekt. So, da fahren wir jetzt schnell hin. Niemand bemerkt irgendwas hier. Perfekt, Leute. Oh, und jetzt schnell rein, jetzt schnell rein, jetzt schnell rein, bevor hier irgendjemand was bemerkt. Oh, so, 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 zack, 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 zack. Und rein, 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 rein da. Oh, nein, 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 Leute, wir haben 5 Sterne bekommen. Achtung, Achtung. Oh, nein, 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 unautorisierter Flug wird gemeldet. Sofort aufhalten. Oh, weiter, weiter, weiter. Schnell hier weg, 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 Leute. Oh, okay, die haben mich bemerkt. Die haben mich bemerkt. Die scheren hier gerade auch schon aus. Ihr habt den Funkspruch gehört. Ein unautorisierter Flug ist hier gerade gestartet, aber ihr seid zu langsam beim Militär. Haha. Ja, da müsst ihr mal ein bisschen früher aufstehen, denn wir haben jetzt hier schon einen Cargo-Bob geklaut. Und damit werden wir jetzt auch das zweite Auto von dem bösen SpongeBob klauen. Let's go. Leute, da unten ist das Anwesen von SpongeBob. Wir müssen jetzt mal gucken. Der hat sogar einen Helikopterlandeplatz auf dem Dach. Ich sage euch ehrlich, dieser Lamborghini Urus, das wäre das perfekte Fahrzeug jetzt zum Clown hier für uns. Ich hoffe, die bemerken mich nicht. Wir sind auch gerade noch sehr weit oben in der Luft. Oh, Leute, Leute. Oh mein Gott, nein, Raketen. Die haben mich bemerkt, die haben mich bemerkt. Oh nein, die schießen auf mich, die schießen auf mich. Oh, eine Minigun haben die auch noch ausgepackt. Okay, wir dürfen uns nicht treffen lassen, Leute. Der ist nicht unzerstörbar hier, der Helikopter. Wir dürfen uns jetzt nicht treffen lassen. Oh, ausweichen, ausweichen, komm ausweichen. Komm runter, Mann, ich mach dich fertig. Oh, Leute, der ist richtig sauer, der ist richtig sauer. Und wir müssen drehen, wir müssen drehen, wir müssen drehen. Runter, runter, runter. Oh, der schießt mit der Minigun auf uns. Oh, okay, komm, 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 komm. Oh, das war knapp, das war knapp. Und jetzt, wir müssen ihn jetzt hier schnell uns packen. Wir haben nur eine Chance. Wir haben nur eine Chance. Hast du noch genug Munition, Mann? Oh nein! Nein, er ist ins Wasser gefallen! Mein schöner Urus, nein! Aber warte mal, vielleicht können wir ihn jetzt auch aus dem Wasser rausfischen. Der schwimmt da gerade so an der Oberfläche. So, schnell, schnell, schnell rausfischen, rausfischen. Oh, komm, 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 komm. Und wir müssen auch noch den Raketen ausweichen. Jetzt nein, Mann, hör auf, Mann! Ich will dir gerade einholen! Nein, 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 nein. Der schwimmt da im Wasser, der schwimmt da im Wasser. Oh, schnell, 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 Leute, schnell. Oh, Leute, Leute, wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Ja, Mann, gib mir das wieder. Tschüss, SpongeBob, du Schmalspur. Das gibt Krieg, Mann. Ich werde mich rächen an dir. Oh mein Gott, Leute. Was war das für eine Mission? Also der Urus hat jetzt auf jeden Fall einen Wasserschaden, aber ist egal, den können wir ja reparieren. Hauptsache, SpongeBob hat den Wagen nicht mehr. Und das bedeutet, er hat nur noch ein Fahrzeug, Leute. Oh, Leute, let's go, let's go, let's go. Wir bringen den Lamborghini Urus jetzt noch schnell nach Hause. Und dann werden wir uns auch noch das letzte Auto von ihm packen. Und jetzt ablassen. Let's go, Freunde. Okay, aber das Ding ist, ich weiß nicht, ob das jetzt nochmal so klappt, Leute. Die haben jetzt bestimmt irgendwie ausgerüstet und haben sich irgendwie so Flugabwehrraketen und sowas besorgt. Ich glaube, irgendwie mit einem Helikopter wird das schwierig, jetzt irgendwie nochmal ein Fahrzeug zu klauen. Habt ihr eine Idee, wie wir vielleicht jetzt noch das letzte Auto klauen könnten? Ich meine, wir sind ja schon mal mit einem Schiff angekommen. Ja, vielleicht haben die da jetzt irgendwie Wasserminen ausgelegt oder so. Und wenn wir jetzt nochmal mit einem Helikopter ankommen, haben die bestimmt so Flugabwehrraketen. Ich glaube, Leute, es gibt nur einen Weg, wie wir das letzte Auto ihm noch wegnehmen können. Wir müssen da selbst reingehen, mit einem Fallschirm reinspringen und dann irgendwie versuchen, damit wegzukommen. Keine Ahnung, Hauptsache, wir zerstören das letzte Auto noch. Let's go, wir schnappen uns nochmal hier den Cargo-Bob-Helikopter und werden jetzt bis zu seiner Insel fliegen. Oh, Leute, das große Finale. Das letzte Auto werden wir uns jetzt noch von dem bösen SpongeBob packen. Da unten ist wieder seine Villa. Oh, der steht... Hat er den auch wieder auf dem Dach geparkt? Hat er den Lambo... Ey, Mann, der kommt hier wieder! Oh, oh mein Gott.
Oh mein Gott, Leute, hört ihr das? Die visieren mich an, die visieren mich mit Luftabwehrraketen an. Oh mein Gott, wir wurden getroffen. Ich muss jetzt schnell raus, Leute. Die Mission startet schneller als gedacht. Wir müssen jetzt hier schnell raus. Oh. Ja, wir haben ihn getroffen, Mann. Hast du gut gemacht. Mein Helikopter stürzt ab, aber alles gut. Oh. Okay, wir sind da. Die haben mich nicht bemerkt. Die Idioten. Nein, ist der abgesaufen. Geil, Alter. Ich werde noch ein paar Raketen auf den schießen, die ekelhaft ist, Schmalschwur. Okay. Und als nächstes will ich mir seinen Bruder schnappen. Der will sich Paulberger schnappen. Okay, Leute, das ist jetzt der Moment. Ich will aber erstmal den Security ausschalten und dann werden wir von hinten SpongeBob geiseln. Okay, müssen wir uns erstmal unten dran vorbeischleichen. Guck mal, der ist so doof, Leute, der sieht uns nicht mal. Oh, hier kommen wir nicht durch. Okay, warte, wir müssen jetzt hoch und direkt den Typen ausschalten. Anders geht's hier nicht, Leute. Oh, zack, Security weg, Hände hoch, hey, SpongeBob, Hände hey, hoch. Hey, hey. So, du machst jetzt deine Hände hoch, Junge. Du kleiner Dreckiger. Du nennst mich Dreckiger? Du bist ja der dreckige Dan. Und ich bin der dreckige Dan. Du bist der dreckige Dan. Nein, du bist der dreckige Dan. Nein, du bist der dreckige Dan, Mann. So, hör mir jetzt mal zu. Was habe ich da gerade mit meinem kleinen Bruder Paulberger gehört? Ja, du, wenn du mich jetzt in Ruhe lässt, dann bleibt der Junge sicher. Ah, du denkst also, du bist jetzt gerade in der Position, meinen kleinen Bruder zu bedrohen, hä? Ich bin SpongeBob Schwankopf. Aha, okay. Glaub mir, Mann, mit mir legt sich keiner an. So, weißt du was? Du hast zwar gesagt, meine Dinger, meine Schüsse und so tun dir nichts an, aber ich weiß, was dir was antut. Dreh dich um. Hey, mach keinen Mist. Hey, beruhig dich. So, du hast jetzt eine Haftbombe. Wir können alles klären, Mann. Ich glaube, so eine Bombe zerfetzt einen kleinen Schwamm. Hey, wenn du willst, du kannst ein Instagram-Bild mit mir posten, das okay? Das will ich gar nicht. Ja, okay. Bist du sagen. Eigentlich so böse geworden, SpongeBob? Ich habe dich früher gefeiert. Du warst mein Kindheitsheld. Okay, ich erzähl dir ein Geheimnis, Murphy, lässt du mich aber gehen. Erzähl. Ich bin nicht SpongeBob. Ich bin sein Cousin, SpongeBob. SpongeBob? Ah, deswegen hast du so einen Bart. Er ist der böse SpongeBob, der böse Cousin von SpongeBob. Weißt du was? Aber ich hab dir das erzählt, ich darf jetzt abhauen. Weißt du was? Dann geh. Spring! Oh mein Gott. So, Leute, ganz ehrlich, ich hätte ihn wirklich gehen lassen. Aber weil er unseren kleinen Bruder Paulberger bedroht hat. Komm nicht mal in Spur! Schauen wir mal, wo er ist. Bam! So, keine Ahnung, wo er war, aber wir haben ihn auf jeden Fall in die Luft gejagt. Und jetzt werden wir ihm sogar noch das letzte Auto wegnehmen, Freunde. Aber warte mal, wie kommen wir denn jetzt hier weg? Wasserfahrzeug aktiviert. Was? Wasserfahrzeug aktiviert? Kann das Ding auf dem Wasser fahren oder was? Aber warte mal, wenn wir jetzt damit einfach wegfahren können. Ich will da irgendwie auch noch hier dieses Haus, Leute. Das nervt mich. Das erinnert mich hier alles an diesen bösen SpongeBob. Ich werde hier die ganze Bude noch in die Luft jagen, Freunde. So, wir machen überall schön Haftbomben hin. Hier hinten auch noch eine. Und hier. So, wisst ihr was? Wir werden das ganze Haus von dem Typen jetzt hier mal in die Luft jagen. Und jetzt gucken wir mal, ob das Ding wirklich auf dem Wasser fahren kann. Oh, wow! Der! Oh mein Gott, das ist ein Wasser-Lamborghini! Der kann auf Wasser fahren! So, und jetzt verabschiedet euch von SpongeBobs Villa. Bam! Oh, let's go, Leute, wie cool ist das denn? Meine Freunde, ich würde sagen, das soll es gewesen sein von der heutigen Episode. Wir haben auf jeden Fall alle SpongeBob-Autos geklaut. Dieser Lamborghini kann sogar auf dem Wasser fahren. Lasst dafür jetzt ein Like und ein Abo da. Checkt die Adventskalender aus. Und bis dahin, haut da rein, Leute. Euer Crymax.